Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu einem kleinen Talk mit meinem lieben Gast, dem Herrn Flönz. Guten Tag. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn du bist unser Valheim-Spezialist, möchte ich mal so sagen. Ja, ich glaube, aktuell trifft das, also grundsätzlich zu Survival Games bin ich immer ganz gut dabei, aber da ich das jetzt irgendwie schon 30 Stunden reingesteckt habe. Und genau deswegen habe ich dich hier, weil ich möchte mit dir über Valheim und auch über diese Genre so ein bisschen reden. Falls ihr Valheim noch nicht kennt, das ist ein Spiel, das ist vor kurzem in die Early Access Phase auf Steam gestartet, ist unglaublich erfolgreich, dort ganz oben auf den Charts, auf Platz 1, hat sich innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, 2 Millionen Mal verkauft, kostet um die 17 Euro und ist, wie der Flönz schon richtig sagt, ein Survival-Spiel, das man im Singleplayer-Modus spielen kann, aber auch auf einem Server mit bis zu 10 Leuten insgesamt. Dann, die dann gemeinsam unterwegs sind in einer ja von nordischer Folklore angehauchter Welt, wo man quasi unterwegs ist. Und es ist ein Survival-Spiel. Was heißt das denn genau? Erklär das mal kurz vielleicht. Das Survival-Spiel an sich ist grundsätzlich, dass du überleben musst. Also du hast verschiedene Ressourcen, du startest mit nichts, als würde man dich wie in Bear Grylls zum Beispiel, einfach mitten in der Wildnis aussetzen und du musst schauen, dass du überlebst. Und dann fängst du halt an, irgendwie Holz zu sammeln, dass du Feuer machen kannst. Dann versuchst du mit dem Holz Tiere zu jagen, dass du Essen kriegst. Also man baut sich dann eine Axt zum Beispiel, genau, weil man auch noch Steine findet. Genau. Ne? Und so arbeitet man sich dann langsam hoch in der Hierarchie. Genau, bis man halt irgendwann mal so weit ist, dass man im Grunde eine eigens laufende Ökonomie hat wieder. Dass man im Grunde die Welt, die man da hat, besiedelt. Aber Valheim hat noch so ein bisschen einen kleinen Twist, weil es geht ja nicht nur ums Überleben, sondern es kommen noch Bosse hinzu, ne? Genau, das ist eigentlich so die große Besonderheit, finde ich, dass du halt, je weiter du kommst, immer mehr Bosse und auch die Bosse wieder neue Möglichkeiten freischalten mit Buffs und so weiter, die du kombinieren kannst. Jeder kann seinen eigenen haben und dann die mit kombinieren und bringt so ein bisschen mehr Tiefe in das Spiel, was man bei Survival Games relativ selten hat. Also wir haben das ja gestern auch ein bisschen gespielt. Du hast mir so ein bisschen was gezeigt. Wir waren da so 1-2 Stunden unterwegs von Anfang an. Und ich glaube, es sind 8 oder 9 Bosse, die da in diesem Spiel sind. Das wird dann so dargestellt durch so einen Steinring, durch so große Runen. Und da sieht man den dann drauf. Und wir haben diesen ersten Boss gelegt. Das war so ein großer Hirsch, den wir dann zu zweit angegriffen haben mit Pfeil und Bogen, die wir vorher gebaut haben. Also was, nachdem du auch ein großes Lager für uns gebaut hattest mit Betten, wo man sich ausruhen kann. Und dann, wenn man diesen Boss dann legt, dann kriegt man quasi so einen Boni, oder? Genau, man kriegt so eine Fähigkeit, die man einsetzen kann. Alle 20 Minuten, die hält dann 5 Minuten an und beim ersten Boss ist es, dass die Stamina schneller wieder regeneriert, ja. Und das ist halt extrem gut, wenn du halt, weil es auch so Raids gibt, wo du rein kannst, also so Skeletthöhlen, Trollhöhlen und so ein Zeug, wo du Ich habe es ja auch schon gemerkt, wenn wir gespielt haben, teilweise ist man einfach viel am Laufen durch die Gegend, auch wenn du schleichst, verbrauchst du auch Ausdauer, weil du in dieser geduckten Haltung bist und all sowas. Und dann ist es natürlich gut, vor allem, wenn du vielleicht auch von irgendwas gejagt wirst, das dich platt machen kann, dass du schnell abhauen kannst und dass deine Stamina, dass deine Ausdauer sich relativ schnell regeneriert. Was ich aber interessant finde bei dem Ganzen, weil du sagst, es ist ein Survival-Spiel, bei vielen anderen Survival-Spielen ist es so, dass Nahrung und Trinken ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist. Hier habe ich das Gefühl, rückt es ein bisschen mehr in den Hintergrund. Also man wird jetzt nicht sterben, weil man nicht genügend gegessen hat. Also sterben tut man nicht, wenn man nichts gegessen hat, aber man hat dann nur 25 Leben und die Stamina ist sehr wenig. Also du hast nur 3 Balken. Wenn du aber isst, du kannst 3 Produkte gleichzeitig essen und die erhöht dein Leben und deine Stamina. Das heißt, du kannst also deswegen ist schon wichtig, dass man das macht. Also wenn du sagst, du gehst jetzt irgendwie in den Kampf rein oder du gehst die Welt erkunden, dann ess was. Aber wenn du nur mit dem Wotchip hast oder nur baust, dann brauchst du nichts essen. Ja. Also genauso wichtig ist aber auch, dass man sich hin und wieder mal schlafen legt. Ne? Das ist im Grunde wichtig dafür, wenn du deine Ruhe haben möchtest. Ja. So, weil nachts, vor allem je weiter du im Spiel bist, umso aggressiver werden die Kreaturen und die greifen dann auch dein Lager nachts an und verschiedene Sachen. Und das kann sehr fies werden, wenn du gerade am Anfang bist. Okay. Lass uns mal ein bisschen über diese Welt reden. Die scheint wirklich sehr, sehr groß zu sein. Ich habe gehört, prozedural generiert, also zufallsgeneriert in dem Sinne, wenn man so will. Ist kein Wunder, weil beim Entwickler Iron Gate, der in Schweden sitzt, da sind nur 5 Mannen mit diesem Spiel beschäftigt. Also das ist nicht wirklich viel, liebe Leute. Ne?
Und was hast du denn schon so entdeckt in der Welt? Also am Anfang, als wir unterwegs waren, war das ja alles so Waldgebiet, recht grün. Dann hast du mich mal in so ein Sumpfgebiet mitgenommen, wo dann so Skelette unterwegs waren, die auch gleich ziemlich tödlich waren. Aber was hast du denn noch bis jetzt alles entdeckt? Also ich glaube, ich habe alle Biome schon entdeckt, die es gibt aktuell. Also ich weiß, dass noch weitere kommen werden und in Planung sind. Und es gibt halt die normale Graslandschaft. Mhm. Dann gibt es den, ich glaube auf Deutsch heißt es Dunkelwald, also Black Forest. Ja. Wo halt, da sind schon die ersten stärkeren Gegner. Ja, da hat mich einer am Anfang, als ich mal gespielt habe, gleich platt gemacht. Genau, und relativ auch trollverseucht, je nachdem, wo man langläuft. Dann gibt es die Plains, das ist relativ karges Land, aber noch mit Graslandschaft. Und da sind nette Gefährten, die wir kennengelernt haben, die heißen Deathskitos. Das okay. sind Moskitos, die dich halt, also die kommen, fliegen dich an und nehmen dir direkt 60 Leben weg. Oh. So, wenn du nicht schnell genug weg bist. Dann gibt es halt den Sumpf, wo wir waren. Das ist relativ Skelett und Rauger verseucht. Ja. Aber auch relativ wichtig, weil man da dann später Eisen findet, was extrem wichtig ist. Und es gibt Mountains, was halt die Schneelandschaft ist. Okay. Ich war ziemlich impressed, was du und deine Kollegen hier schon aufgebaut haben, weil wir haben ja angefangen, ne, da hast du so eine kleine Hütte gebaut, hast dich gleich rangemacht, total busy. Ich war doch total überfordert zu versuchen, wie das mit der Steuerung funktioniert und alles und so. Und du hast gleich ordentlich losgehämmert, hier Bäume platt gemacht und eben alles. Und ihr habt ja schon echt eine krasse, dicke Festung am Start. Das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Ich sag mal so, der grundlegende Bau des Ganzen hat sich 10 Stunden hingezogen. Okay. So, also gerade mit dem, wir sind ja einmal runter zu uns an den Hafen da, ja. das habe ich komplett gebaut gehabt. Da haben wir eine Treppe gebaut runter genau, hier und genau, alles. Da saß ich locker 2 Stunden dran, bis das alles gemacht war. Aber ich finde es ja schon so ein bisschen crazy, ne? Diese Muße zu haben, das für ein Spiel zu machen, weil ich finde ja immer diese Survival-Spiele arten in Arbeit aus. Also ich finde immer den Anfang immer geil und ich finde es toll, Sachen zu entdecken. Aber dann ist es immer, finde ich, so ein monotones Abarbeiten der immer gleichen Aufgaben. Holz choppen, Holz sammeln, ein Ding bauen, wieder Holz choppen gehen. Das wird dir nicht langweilig? Es geht. Also ich sag mal, wir teilen uns da ganz gut auf, dadurch, dass wir halt eine Vierergruppe sind. Die eine baut gerne immer wieder Holz ab und baut es wieder auf und holt Ressourcen. Die anderen beiden Jungs gehen gerne in die Höhlen und jagen und so ein Zeug. Und wir ergänzen da, glaube ich, uns alle ganz gut, weil ich halt gern mich kreativ austobe und halt irgendwelche dumme Sachen baue. Okay. So, und, ja, das ist gut. Ja, also du hast halt einfach deinen Spaß dran. Ich habe meinen Spaß dran und ich sag mal so, die anderen waren irgendwie schon, weil die am nächsten Tag, die gehen normaleren Jobs nach als ich. Die müssen tatsächlich arbeiten. Die müssen tatsächlich arbeiten und ich habe mich halt abends noch um 1 hingesetzt und die kommen am nächsten Tag online und das komplette Dorf sah anders aus. Was ich vor allen Dingen sehr, sehr geil fand, als am Anfang, als wir gespielt haben und man muss sich Leder besorgen, so ein ganz bestimmtes Leder und das kriegt man für diesen Wildschwein, das braucht man halt. Und diese Wildschweine zu finden, kann manchmal dauern und dann läufst du halt so 10 Minuten durch und du findest kein Wildschwein und dann findest du halt mal 2. Und dann habe ich schon so einen Flönzo geschrieben, so, boah, fuck, ey, Wildschwein finden ist echt super nervig, ey, geht mir jetzt schon auf den Sack. Ne, weil das brauchst du halt einfach. Und das ist halt, diese Welt soll ja auch natürlich wirken, deswegen sind die da nicht im Überfluss unterwegs. Und dann zeigt er mir hier sein Lager und dann haben sie extra hier so einen schönen Wildschwein-Kennel gebaut, hier so einen Wildschwein-Pferch, wo halt so 5, 7 Wildschweine drin sind. Und dann kannst du hingehen, kannst du die streicheln und dann steht da, Boar loves you. Das Wildschwein liebt dich. Das fand ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also, dass man da schon mal sorgt. Und ihr habt ja auch gesehen, ihr habt ja so einen Garten gehabt, wo ihr Karotten anbaut und so, dass eben auch für Nahrung gesorgt ist. Auch wenn es in dem Spiel nicht ganz so essentiell ist, braucht man es halt schon. Also die Karotten zum Beispiel sind super wichtig für die Schweine, weil die musst du auch füttern. Ah, okay. So, wenn die nicht gefüttert werden, sterben die einfach. Scheiße. So, muss sie halt füttern, aber dann vermehren die sich und so hast du. Ja, was macht ihr denn mit den Schweinen? Früher oder später bringt ihr die um. Ja, klar. Ja, klar. Das ist Schweinezucht. So. Aber ist wenigstens Bio? Ja, klar. Okay. Wir kriegen immer frische Karotten. Und okay. Alles. Werden auch gut behandelt, solange die gestreichelt immer wieder mal. Ja. Ich hab's gesehen, ist tatsächlich, also von mir aus wird's das Bio-Zertifikat. Ich meine, natürlich könnte das Pferd ein bisschen größer sein, aber ja, okay. Aber die, wir hatten es schon größer, aber dann sind die gerne ausgebrochen. Vermehren die sich automatisch? Ja. Ja? Ja. Gibt's ein bisschen Knickknack? Ja, also...
Es ist auch verstörend, wenn die kleine Babys kriegen, weil dann okay. Kommt, okay. Schießt da so sehr viel rot. Okay. Geil. Was ich aber noch gesehen habe, was ich auch sehr, sehr abgefahren fand, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, ihr habt ja schon richtig große Schiffe auch. Ja. Also wie muss ich mir das vorstellen, weil bei so einem Hüttenbau habe ich gesehen, es gibt unterschiedliche Teile, da baust du jetzt den Boden, da baust du eine Seitenwand, da baust du Dach, kannst ja alles aussuchen und so weiter und so fort. Wie funktioniert es bei den Schiffen? Ist es dann quasi ein Ding, das man auf einmal craftet oder baut man das auch in Teilen zusammen? Nee, das ist ein Ding, was man auf einmal craftet. Es gibt aktuell 3, so ein kleines Holzfloß, was man bauen kann, ganz am Anfang, das ist aber echt bescheiden. Und ja. Also da kommst du nicht weit, wirklich, und ich sag mal, die hohen Wellen des offenen Meeres machen dir da schon echt Probleme. Dann gibt es das mittlere Schiff, mit dem haben wir ja bisher am meisten erkundet, und dann gibt es halt noch das ganz große Schiff, was halt jetzt auch eine gute Erleichterung ist, weil du Erze transportieren kannst. Erze transportieren kannst, weil du nicht durch die Portale, es gibt halt so Portale, mit denen du reisen kannst. Das habe ich auch gesehen. Ja, und da kannst aber du. Aber die baust du auch, diese Portale? Die baut man auch selbst, aber du kannst keine Erze dadurch transportieren. Ah, okay, ja. Und darum muss man immer wieder mit dem Schiff auch an den einzelnen Punkten, wo man halt sein Erz sammelt, damit hinfahren. Und da ist das ganz Große sehr gut. Ich finde es auch ganz cool, dass sie so nette kleine Details haben. Natürlich ist es jetzt nicht irgendwie wichtig, aber dass man sich an dem Schiff zum Beispiel an den Mast hinstellen kann, dann nimmt man eine coole Pose ein oder ganz vorne, ja, eben. Und dann hältst du dich da so ein bisschen fest und dann stehst du wie so ein Wikinger und dann lässt die Kamera rumgehen. Das finde ich schon ganz nice gemacht. Das sind einfach so kleine Sachen, die ich finde, die einfach ganz, ja, nett sind, weil man ist halt manchmal einfach vielleicht ein bisschen länger unterwegs oder so. Ne? Und dann hast du halt gerade nichts zu tun, dann stehst du halt nicht nur rum, sondern stehst dumm, stylisch gut rum. Ja. Ne? Überhaupt der Grafikstil finde ich sehr, sehr abgefahren, weil es ist so eine, finde ich, eine Mixtur aus Oldschool 3D-Grafik. Die Entwickler haben auch gesagt, sie haben sich so von PlayStation 1-Grafik inspirieren lassen, was Polygone und Texturen teilweise angeht. Sie haben aber ein modernes Beleuchtungs- oder Belichtungssystem oder Lichtsystem drin. Teilweise finde ich es echt wirklich richtig, richtig schön. Also, ja, also gerade so auch, wenn man in die Tiefe schaut, wie dann mit der Tiefenschärfe gearbeitet wird, die Lichteffekte, wenn die durch die Bäume kommen, sieht gut aus, oder? Also das finde ich auch so, dass, also die Stimmung ist extrem gut, finde ich. Also wenn du irgendwie, wir haben halt oft, dass wir letztens irgendwie eine halbe Stunde am Stück gesegelt sind, weil wir was erkunden wollten. Dann fährst du da, die Sonne geht auf, leichter Nebel über dem, ja, Meer, du siehst, ja, in der Ferne die Landschaft, das Licht ist schön und das ist dann cool. Ich muss aber sagen, es könnte ein Tick besser aussehen eigentlich. Ja? So, also ich finde gerade die eigenen Modelfiguren sehen deutlich schlechter aus als alle anderen Kreaturen, ja, die rumlaufen. Okay. So, also das fände ich halt cool, wenn die ein bisschen besser aussehen, dass vor allem auch die Rüstung ein bisschen, okay, cooler aussieht, als sie aktuell ist. Ja. Aber sonst vielleicht machen sie es ja noch. Ja. Vielleicht gibt es da noch genügend Feedback, ja, von der Community. Wie gesagt, das ist ja jetzt gerade in Early Access erst gestartet. Eine Sache über die Welt möchte ich noch mit dir quatschen, weil das habe ich auf der Website gesehen. Sie haben gesagt, es gibt auch Dungeons im Spiel. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist das, eine kleine Höhle mit einem Raum? Oder ist es wirklich ein tiefer Kerker, wie bei Skyrim zum Beispiel? Sind die zufällig platziert? Weißt du, wie das funktioniert? Also die sind zufällig platziert, grundsätzlich. Es gibt, also wir haben bisher 3 unterschiedliche entdeckt. Ich vermute mal, dass es noch ein paar mehr gibt. Einmal ist die Trollhöhle. Die Trollhöhle ist immer ein großer Raum. Aber da ist ein riesiger Troll drin, wenn du Pech hast. Okay. So, und die gehen aber auch ganz gern spazieren, also kann man die auch vor ihrer Höhle treffen, was den Kampf ein bisschen einfacher macht. Dann gibt es Grabstätten, heißen die. Da sind hauptsächlich dann Skelette und so weiter drin. Da sind halt, es kommt drauf an, da sind 2, 3, 5 Räume, mhm, die verschachtelt sind. Du, ja, gehst da durch. Teilweise musst du, nee, bei dem musst du noch nicht mit einer Pickaxe rein, um halt die Höhlen frei zu machen. Und dann haben wir jetzt vor kurzem die Swamp Case, also im Sumpf, ja, so verschlüsselte Dinger. Da musst du vorher auch erst einen Schlüssel finden, damit, okay, du die aufmachen kannst. Und die sind riesig. Also, okay, da musst du halt, fast jeder Raum ist versperrt mit einem Block, den du erst abbauen musst. Dann kommst du weiter, dann kommt der nächste Raum, da geht's links, da geht's rechts. Also das ist wirklich dann... Also wir waren halt in einem irgendwie mal 30 Minuten drin und, okay, haben uns mehrfach verlaufen und da musst du mal eine Passage schwimmen und schauen und, okay, überall sind Monster und dann hast du halt dann in den Höhlen auch noch Spawner drin, dass du halt dann
ein Viech nach dem anderen bekommst, bis du an diesen Spawner reinkommst. Fuck. Und da sind wir schon sehr oft dran gestorben. Apropos Sterben, ich habe gehört, das Spiel soll teilweise sehr, sehr schwer sein, weshalb manche Leute auch ein bisschen frustriert sind, dass man sehr oft gewone-shottet werden kann. Ja, also das gibt's auf alle Fälle, vor allem wenn man nicht gut versorgt ist, sag ich mal. Also, je weiter du kommst, umso bessere Rezepte kannst du für Essen produzieren. Wenn du halt sagst, du gehst jetzt irgendwie in die Plains oder in den Sumpf, solltest du halt wirklich schon die beste Nahrung, die du hast, mitnehmen, vorher gegessen haben, damit du sehr viel Leben hast. Ja. Weil die und dann gute Rüstung haben, gute Waffen haben. Weil wenn die dich treffen, gerade die Skelette sind extreme Meisterschützen. Ja. Also die können teilweise um die Ecke schießen, habe ich das Gefühl. So, wenn du da nicht gut ausweichen kannst. Und ich würde auch sagen, die Rolle, die man machen kann, sollte man trainieren. Okay. Weil das halt echt hilft, wenn die Ausweichrolle. Ja, wenn du halt siehst, okay, da kommt ein Pfeil, dann roll dich weg. Und, ja, ja. Man muss halt schon mit Bedacht rangehen und alleine, glaube ich, ist es nochmal deutlich schwerer, als wenn du mit Leuten reingehst in die Kämpfe und schaust. Und die, wenn vor allen Dingen auch die Endbosse, also diese Bosse, die man... Endbosse, also den zweiten hätte ich niemals alleine gemacht. Ja, aber ich fand schon beim ersten, allein dadurch, dass du den immer so ein bisschen abgelenkt hast oder er manchmal sich dann auf mich fokussiert hat, hat der andere halt dann die Zeit, den mit Pfeil und Bogen so ein bisschen zu behaken. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin da alleine unterwegs und er ist die ganze Zeit auf mich fokussiert, dann ist es schon, ich glaube, ein bisschen spaßbefreiter. Jetzt muss man ja auch tatsächlich sagen, Survival-Spiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Gefühlt kommt jede Woche eines raus. Was macht das jetzt hier einfach besser als die anderen? Ich würde sagen, es hat alles gut kopiert so, und es funktioniert von Anfang an. Mhm. So, also dafür, dass es ein Early Access-Titel ist, ist alles, was eingebaut ist, funktioniert auch. Mhm. So, und das ist, glaube ich, so der große Unterschied und es bietet dieses breite Spektrum an Survival. Du kannst rein Survival gehen und sagen so, ey, ich versuche nur zu überleben, mein Essen zu holen. Du kannst Städte bauen, du kannst dich kreativ ausleben. Du kannst aber sagen so, jetzt ist mir das zu langweilig, ich gehe jetzt richtig in Fights rein. Du hast ein bisschen Story so um die Welt und so weiter. Du hast mit dem Händler, der irgendwo auf der Karte spawnt, auch ein paar NPCs. Also ich vermute mal, dass es da auch noch irgendwie mehr gibt im späteren Spielverlauf. Und du hast einfach diese bunte Mischung an allem, was andere Spiele schon gut gemacht haben, zusammengefasst. Okay. Glaubst du, das wird jetzt nur einfach, weil das hat man ja auch oft, dass es so einen kurzen Hype gibt, der so ein, zwei Wochen anhält und dann ist vorbei oder einen Monat. Glaubst du, das ist ein Hype-Spiel oder glaubst du, das wird länger die Community beschäftigen oder länger eine Community für sich aufbauen und das Spiel wird auch über längeren Zeitraum zeigen, dass es genügend Spieler lange fesseln kann? Ich glaube, es wird wie bei vielen Survival-Spielen sein, dass halt jetzt gerade der Hype da ist. Mhm. Hat auch gerade den Vorteil, dass es nichts groß anderes gerade gibt, so, was released worden ist. Dadurch ist da extrem große Aufmerksamkeit drauf. Aber dass es eine beständige Community behalten wird. Okay. So, also das hat bisher hatten viele, so Rust hat relativ lange nur mit einer relativ kleinen Community gespielt. Hat jetzt vor kurzem wieder ihren Hype bekommen durch ein paar Streamer und ich glaube, Valheim wird es so ähnlich gehen, dass die halt immer wieder Spielerzahlen wieder verlieren. Aufpoppen. Dann gibt es ein Update, dann gucken wieder alle rein, dann poppen die Spielerzahlen wieder auf und so wird es hoch und runter gehen. Aber ich glaube, es wird nicht so ein Dauerbrenner sein wie zum Beispiel Minecraft. Okay. So, jetzt abseits von dem, dass du findest, die Player-Charaktere sollten ein bisschen besser aussehen, was wäre eine andere Verbesserung oder Änderung, die du für dieses Spiel wünschen würdest? Geilerer Minenbau, würde ich sagen. Also, Minenbau, dass du halt nicht nur die Oberfläche abbauen kannst, sondern dass du halt richtig in den Berg zum Beispiel reingehen kannst und dann da Erze findest und verschiedene Sachen, weil bisher ist es so, Erze spawnen in großen Blöcken oder in kleinen Blöcken überall auf der Welt und du musst halt diese Blöcke finden und abbauen. Okay. Und ich fände es halt cool, wenn man halt irgendwie... Tatsächlich in den Berg rein und du könntest dann... Und vor allem, da das Spiel mit Statik arbeitet. Also wenn du nicht richtig Flöcke platzierst, kann dir das komplette Gebäude einbrechen. Okay. Und das wäre halt auch ganz cool, finde ich, für den Minenbau, wenn du halt dann sagen musst, okay, du musst immer wieder schauen, dass du die Mine absicherst, weil dir sonst der Berg auf den Kopf fällt. Und das fände ich halt... Das wäre ganz cool. Das wäre ganz cool, ja. Ja, liebe Leute, das war so ein kleiner Überblick über Valheim, das gerade auf Steam durch die Decke geht. Schaut es euch einfach mal an, kostet nicht viel. Und da habt ihr das gehört von unserem Experten Flönz, der ist sehr angetan. Ich fand es auch recht cool, aber es ist natürlich ganz klar bei so einem Survival-Spiel, man muss grundsätzlich halt einfach auf dieses Genre stehen.